Sodala, Hallöchen zusammen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. Claire B., ich bin gerade so durchs Haus gerannt und habe mich jetzt so auf meinen Bürostuhl gestürzt und die Aufnahme gestartet, dass ich noch ganz außer Atem bin. So, weiter geht's. Plopp. Mit unserem Claire B. Playthrough. Wir bekommen es jetzt mit Mr. X zu tun. Der hat gleich mal puncht. Genau. Aber Claire. Naja, Claire keilt das aus. Er macht ja gar nichts. So ein rechter Haken von so einem 2,50 Meter großen Supermutanten. Whatever. Pff. Da hat Claire schon Schlimmeres erlebt. Wir sind noch auf Caution. Ich akzeptiere das mal. Wir werden schon überleben. Das war aber auch so ein Stock-Footage-Schrei gerade, oder? Der kam irgendwo aus der Dose. Da wurde irgendeine Audiodatei gekauft. Das ist wie der... Ah, wie heißt der? Der Williams-Schrei, glaube ich. Dieser ganz berühmte männliche Schrei, den man in ganz vielen Filmen hört bis heute. Das war gerade die weibliche Version davon. Okay, hier brauchen wir die beiden roten Edelsteine. Guck, das gerade die Rätsel. Oh, das sind halt die Punkte, an denen dann eben doch die Versionen auseinandergehen. Oh, das war gerade so blöd. So ärgerlich, dass der da drüber gesprungen ist. Yeah, aber eine Ladung Säure, ich hätte die sowieso verschwendet, ne? Und jetzt lohnt es sich wenigstens mal ein Heilkraut zu nehmen. Okay, wir haben die blaue Keycard immerhin. Aber wir waren nicht zum letzten Mal hier. Die brauchen wir jetzt, um im Hauptraum den Computer zu entschlüsseln, ne? Marvin hat auch so eine Karte. Ah, das ist halt wirklich, wisst ihr, ich finde es so schade irgendwie. Dass irgendwie, weiß ich nicht, unsere Erwartungen an die Resident Evil Remake so weit gesenkt wurden, dass wir sagen, hey, wir sind schon zufrieden, wenn das Spiel einigermaßen vollständig abgebildet wird. Dabei wäre da so das Potenzial drin, das nochmal zu verbessern, ne? Jetzt haben, wie wir schon drüber geredet haben, die A- und B-Runs im Vergleich zum Original deutlich abgebaut, was natürlich super schade ist. Aber theoretisch wäre halt auch das Potenzial da gewesen, dass Capcom sagt, hey, wisst ihr was, das mit dem A- und B-Run machen wir jetzt noch besser. Und Claire und Leons Kampagne sind einfach direkt miteinander verbunden. Also passen, wir designen das Remake von Anfang an so, dass sich im Nachhinein Claire B. oder Leon B., je nachdem, mit wem man anfängt, fast schon wie eine Koop-Kampagne anfühlt, ne? Und das greift perfekt ineinander. Das wäre möglich gewesen. Haben sie leider nicht genutzt, die Möglichkeit. Wäre halt cool gewesen. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja, wie ihr wisst, wirklich kein Fan von Resident Evil 6. Macht mir einfach keinen Spaß. Ich halte es für ein totales Scheißspiel. Tut mir leid für alle, die es mögen. Aber ist so. Aber das ist ein Punkt, den Resident Evil 6 halt einfach perfekt gemacht hat. Die einzelnen Kampagnen passen perfekt ineinander, überschneiden sich teilweise und man spielt in der einen Kampagne aus der Perspektive, in der anderen Kampagne aus der anderen Perspektive. Ist auch nicht sonderlich komplex, was diese Überschneidungen angeht, natürlich, ne? Muss man auch sagen, aber trotzdem, das kann man dem Spiel nicht vorwerfen. Die Überschneidungen, also die Kampagnen passen perfekt ineinander. Wisst ihr, man hätte es im Remake echt so machen können, dass es quasi kein Leon A und Claire A und Leon B und Claire B gibt, sondern es gibt eine Leon und eine Claire-Kampagne und fertig. Und die beiden sind so unterschiedlich und greifen so perfekt ineinander, dass es quasi kein B mehr braucht. Es gibt die beiden Kampagnen. Das wäre, finde ich, so die ideale Version gewesen. Naja, dafür gibt es Tofu. Immerhin. Ist auch nicht schlecht. You unlocked the doors. Oh
Okay, ich nehme mal wieder die Pistole, oder? Vorsichtshalber in die Hand. Nicht, dass ich versehentlich irgendwie eine Granate, eine Säuregranate, eine Waffe, die besonders effizient gegen Lebendes ist, gegen einen Zombie versehentlich einsetze. Das wäre nervig. Das wäre ein Overkill. Unnötigerweise. Das wäre schade drum. Wir haben jetzt eine Waffe, die einen Licker auf einen Schuss töten kann, wenn ich gut treffe. Und die sollten wir auch... Hey! Was machst denn du hier in einem Raum mit einer Kiste? Ich meine, es ist nicht ein Safe Room in dem Sinne, aber es ist ein Kistenraum. Und ich finde, du solltest hier nicht sein. Das gegen die Regeln. Das macht Resident Evil Zero an einer Stelle und ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass plötzlich in der einen Passage, wo man so schnell zu Rebecca laufen muss, Affen im Safe Room sind. Gegner haben im Safe Room nichts verloren. Der Safe Room ist immer noch der Safe Room. Und Schluss. Safe Room gibt es keine Monster. Warte mal, ist das was Neues? Ach, da hätten wir jetzt den Code. Ach, da könnten wir eigentlich schnell noch vorbeigehen. 2236. Wo müssen wir da gleich nochmal hin? Dann machen wir den Safe noch schnell auf. Ja. 2236. Oh, warte mal, ich muss kurz niesen. Ah, so, weiter geht's. Ja, so ein bisschen erkältet sein nervt halt. Aber hey, meine Holy-Sachen, von denen ich geredet habe in der letzten Folge, sind da. Jetzt konnte ich endlich die neuen Holy-Produkte probieren. Also Cherry Cheetah habe ich mir noch nicht gegönnt. Mache ich morgen wahrscheinlich erst, weil ich heute kein Koffein mehr trinken will. Aber ich habe mir so einen Hydration-Drink gemacht. Erdbeer-Kiwi-Hydration. Und der ist schon sehr, sehr lecker und sehr, sehr hydrierend. It got electrolytes. It's good for you. Ja. Es ist wirklich lecker. Also. 2. Scheiße. 3, 5. Was war's? 2, 2, 3. 6? Ja, das war's. Okay. Mehr Säuregranaten. Yay! Und eine Police Station Map. Die nehmen wir auch gerne. Okay. Zombies, esst bitte nicht meine Hirne. Meine. Ja, ich bin ja ein Land Squid. Haben wir in der letzten Folge geklärt. Ich habe mehrere Hirne. So. Okay. Insane in the membrane. Gut, jetzt wo wir die Karte haben, sehen wir auch farblich hervorgehoben, welche Türen wir öffnen können und welche nicht. Ich verstehe, wir brauchen die Karte dafür, alles klar. Wir haben jetzt gerade nur noch den türkisen Schlüssel in unserem Besitz. Aber das ist gut. Zu dem kommen wir gleich. Also zu der Tür. Ja, ja. So die alten Resident Evils, die alten Survival-Horror-Spiele, die wir hier spielen, die hatten wirklich noch einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad, weil es Sackgassen gab. Also man konnte sich wirklich in sehr brenzliche Situationen spielen und das wusste man auch. Das hat man schnell gelernt, zur Not auf die harte Tour. Und dadurch entstand auch das Gefühl von, oh Gott, ich muss jetzt wirklich Ressourcen sparen, weil sonst krieg ich Probleme. Was ja auch wirklich so war. Und die Remakes sind halt moderne Spiele. Und in modernen Spielen möchte man Spannung erzeugen, man möchte aber gleichzeitig Frust vermeiden. Und der Weg, den moderne Spiele gehen, um dieses Erlebnis zu erzeugen, also Spannung ohne Frust, ist eben, dass dir das Spiel, und das machen die Remakes wirklich gut, immer nur gerade so das geben, was du wirklich brauchst. Und das ist eigentlich ziemlich clever. Und das ist auch gut gebalanced. Aber dadurch werden die Spiele in Wirklichkeit halt einfach leichter. Weil in Wirklichkeit besteht überhaupt keine Gefahr für dich. In
Resident Evil 2 Remake können dir die Ressourcen eigentlich nicht wirklich ausgehen. Du kannst mal kurz in eine Situation kommen, wo es blöd ist, aber dann findest du eigentlich wieder so viel, wie du gerade brauchst, damit es weitergeht. Das war ja hier früher nicht so. Hier gab es ja wirklich einen limitierten Rohstoffsatz, ne? Und gerade der vierte Teil macht das ja wirklich perfekt. Also das hat schon der Original vierte perfekt gemacht. Auch das Remake wieder, dass du immer das Gefühl hast von, oh oh, mir geht hier gleich alles aus, ich hab gleich nichts mehr. Aber dann findest du doch wieder einiges. Ich würde sogar sagen, ehrlich gesagt, aber vielleicht täusche ich mich da, aber ich würde sogar sagen, dass das Original Resident Evil 4 das sogar noch besser gemacht hat als das Remake, weil mein erster Durchlauf auf Profi beim Remake, da bin ich bei dem Hüttenkampf echt verzweifelt, weil ich da einfach mit fast keinen Rohstoffen reingegangen bin und in der Hütte habe ich einfach nicht genug gefunden. Ich musste da echt meine Strategie optimieren und das war die mit Abstand härteste Passage für mich im ganzen Spiel, weil ich einfach keine Ressourcen mehr zur Verfügung hatte. Das war krass. Und sowas ist mir im Original nicht passiert. Da gab es schon auch schwere Passagen, aber ich hatte nie zu wenig Items eigentlich, ne? Ja. Naja. Wie dem auch sei. Der Resident Evil 4 Remake hat ja sogar die Mechanik, dass Bosse schneller sterben, wenn du weniger Munition hast. Ich muss das mal noch genauer austesten, aber ich bin mir sicher, dass sowas existiert. Ich weiß nicht genau, in welchem Ausmaß und so weiter, aber ja. Okay, dann gehen wir einfach mal ein bisschen weiter hier. Den Westflügel des Polizeireviers erkunden. Verzeiht meinen Räuspern. Ein grünes Kraut nehme ich mit. Na, so ein kostenloser Heilungssnack, den kann man schon mal anpacken. Finde ich gut. Wenn wir schon Inventarplatz dafür frei haben. So, ich gehe mal ein bisschen langsamer, falls uns hier Licker erwarten. Ist auch gut für die Atmosphäre. Aha, es kommen nur ein paar Polizisten durchs Fenster. Ausweiskontrolle. Ihr Personalausweis ist seit einer Woche abgelaufen. Belassen wir es nochmal bei einer Verwarnung. Na gut. Ich habe noch 9 Schuss. Ich wollte gerade sagen, wow, auf den letzten Schuss haben wir die beiden gekillt. Aber stimmt nicht ganz, wir haben noch ein bisschen was. Oh, kommt jetzt nicht... Ah, ich spoil mal nichts. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt stimmt. Vielleicht war es ein anderer Raum. Empty soda cans in chunk everywhere. Die haben hier eine wilde Party gefeiert, ne? Operation Report. The Raccoon City Police Department was unexpectedly attacked by zombies. Ja. Finde ich lustig geschrieben. So, Polizeireport. Die Raccoon City Polizei wurde unerwarteterweise von Zombies attackiert. So casual, ne? So, ja. Kann ja mal passieren. Wurden wir halt, damit haben wir jetzt echt nicht gerechnet, ne? Aber mein Gott, kann man nichts machen. Viele wurden verletzt, noch mehr wurden getötet. Während der Attacke ist unser Kommunikationsequipment außerdem kaputt gegangen und wir können nicht mehr mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Interessant, ne? Das ist was, das wir auch aus dem 1.5 kennen. Wir haben uns entschlossen, die Operation mit den wenigen so Lebenden oder mit, ja genau und so weiter und so fort. Haben wir bestimmt eh schon gelesen. Oh mein Gott, ist das viel Text. Ah, warte mal. Ich weiß nicht, ob wir den Text bei unserem ersten Playthrough gefunden haben. Die haben nämlich gerade auch über den Licker geredet. Das war das Original-Licker-Dokument, in dem der Licker seinen Namen kriegt. Diese Kreatur, die mit ihrer Zunge den Brustkorb eines erwachsenen Menschen durchbohren kann. Das steht da quasi drin. Ich glaube tatsächlich, das habe ich wahrscheinlich übersehen. Naja, kannst du nichts machen. So, zünden wir mal den Gekreuzigten da an. Kann auch nichts dafür. Die magische rote Edelsteinmuschel. Dankeschön.
Pistolenmunition nehmen wir auch gerne mit. Es gibt schon viel unsichtbaren Loot im zweiten Teil. Im ersten war das gar nicht so. Nee, ich habe den Raum verwechselt, Leute. Ich dachte nämlich, hier kommt Mr. X durch die Wand. Aber das passiert dann erst später. Ich weiß schon, in welchem Raum das dann passiert. X gonna give it to ya. Ich frage mich wirklich, warum sich der Name Mr. X durchgesetzt hat. Eigentlich komisch, ne? Warum nicht der Name Trenchy? Finde ich auch sehr gut. Leon nennt ihn nur Trenchy. Aber der eigentliche Name, der ja auch im Originalteil schon vorkommt und so, der irgendwie naheliegend wäre, wäre halt T00. Aber ich verstehe, dass T00 halt nicht so catchy ist wie Mr. X, ne? Aber das ist halt seine... Ja, im Grunde ist es eine Artikelnummer oder so, kann man sagen. Er ist der T001, T00 oder so. Nee, warte mal. T003 sind die Tyrant-Reihe, ne? Jetzt komme ich ganz durcheinander. Wo ist denn mein Schreibmaschinenpapier? Hier, können wir gleich mal speichern. Er ist der T003T00. Ich weiß nicht, warum Capcom so verwirrend die nummeriert, aber gut. Checking Memory Card. Dark Room. Ich spiele hier privat gerade ein bisschen Alan Wake 2 und ich muss sagen, es ist leider nicht gut. Es ist leider kein gutes Spiel. Es ist fantastisch inszeniert. Aber das Gameplay, sowohl die Rätselpassagen als auch die Kämpfe, weiß ich echt nicht, Leute. Keine Ahnung. Schade, schade. Ich kann es empfehlen, das Spiel. Wenn man es mal ein bisschen günstiger kriegt, ich würde euch empfehlen, schaltet den Schwierigkeitsgrad auf Story, weil ihr verpasst nichts in den Kämpfen und dann sind die Rätselpassagen auch nicht mehr so nervig. Aber so als Horrorerlebnis, als Gruselerlebnis grundsätzlich schon cool, voller cooler Ideen und so und eine coole Story. Könnte man auch mal ein Lore-Video dazu machen oder Alan Wake 2 erklärt. Operation Report 2. Heute Morgen um 2.30 Uhr haben Zombies den Operation Room überrannt und ein Kampf ist ausgebrochen. Wir haben 4 weitere Personen verloren, darunter David. Wir sind nur noch zu viert, so mich selbst eingeschlossen. Ich glaube, das haben wir auch schon gelesen. Elliot Edward. Ja, man muss immer alle Regale abklappern in dem Spiel, wenn man es nicht auswendig kann. A Special Key. Stimmt eigentlich, warum haben wir eigentlich keinen Special Key bekommen? Wahrscheinlich war ich zu schlecht einfach in meinem Playthrough. Kann schon sein. Wir haben ja nur Rang C bekommen oder so, ne? Dum, 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 dum. Nix. Was wir noch brauchen würden. Lass uns noch mal kurz ins Inventar gucken. Was sagt das Inventar? Pistolenmunition sieht okay aus. Wir haben gut Granaten. Wie viele Granaten passen denn eigentlich? Das ist ein bisschen weird. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich kommt da, glaube ich, so ein Röhrchen rein und dann kann man einmal schießen und muss nachladen. Und Claire packt irgendwie 11 Stück. 11 so riesige Patronen einfach rein. Scheiß drauf. Naja, okay. Gut. Okay. Wir haben Pistole. Ich nehme Feuerzeug mit. Ventil brauchen wir hoffentlich, glaube ich, eher nicht. Den Stein kann ich, glaube ich, da ist ein Safe Room ganz in der Nähe. Deswegen können wir den Stein auch wegpacken. Na, Schönchen, Popönchen. Dann würde ich fast sagen, machen wir für heute wieder Schluss. Passt gerade zeitlich sehr gut.
Und morgen gehen wir ins obere Stockwerk, haben wir noch einiges zu erkunden. Ach, ich finde es immer wieder schön, ne? So verschlossene Räume aufsuchen und öffnen. Das ist so ein Lootbox-System basically, ne? Nur in gut und nicht so aggressiv monetarisiert. Das macht, finde ich, Silent Hill 2 auch so gut, dass man einfach lange Gänge voller Türen hat. Und man muss erstmal gucken, durch welche Türen kann man gehen und wohin bringen einem die Türen. Sind dahinter Monster? Ist dahinter Loot? Geht's von der Story her weiter? Man weiß es immer nicht. Und das finde ich so schön an Survival Horror. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich Survival Horror so mag. Dieses Erkunden und Looten und Überraschungssystem. Und vor allem in Survival Horror ist Loot so wertvoll. Das ist was, das mir in Spielen wichtig ist. Wertvoller Loot macht so viel Motivation aus und so viele Spiele scheitern für mich dran, dass der Loot innerhalb von kürzester Zeit wertlos wird. Das ist halt in einem guten Survival Horror Spiel nie so. Nie. Auch wenn du 50 Schuss Magnum hast und du findest nochmal 8, sind die 8 der wertvollste Schatz überhaupt. Weil du weißt, dass du jetzt 8 weitere Gegner One-Hit killen kannst, wenn es hart auf hart kommt. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, wann geht die Folge, die ich gerade hier aufnehme, online? Wahrscheinlich, am Samstag. Genau, ja, dann kommt morgen auf jeden Fall noch eine Folge. Dann bis morgen. Tschüssi.